Und das möchte ich jetzt noch vertiefen mit Konstantin Kuhle, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Hallo nach Berlin, auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, hallo. Herr Kuhle, was bedeutet das Ergebnis des Mitgliederentscheids für Sie? Zurücklehnen und weiter so? Also zunächst ist eine solche Entscheidung ja eine schöne Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, sich in demokratischen Parteien zu engagieren. Man kann in einer Partei Mitglied werden und sich dann an solchen Entscheidungen beteiligen. Und dass es eine Mitgliederbefragung in der FDP gegeben hat, bei der über 30.000 Menschen teilgenommen haben, das zeigt, dass die Partei in der Lage ist, wirklich auch interessante Diskussionen zu führen. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich glaube, das ist ein echtes und ein ehrliches Ergebnis mit einer validen Stichprobe, auf das man sich jetzt gut stützen kann. Und das natürlich eine Aufforderung ist für uns in der Koalition, jetzt weiter die Inhalte der FDP umzusetzen, aber vor allen Dingen in der Koalition dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung insgesamt die Ruhe und die Orientierung und die Führung ausstrahlt, die es in dieser schwierigen Zeit braucht. Und das muss man ganz selbstkritisch sagen, das war eben in den letzten 2 Jahren nicht immer und überall der Fall. Herr Kuhle, Sie sprechen das an, darüber reden wir gleich. Bleiben wir ganz kurz noch mal bei der FDP selber. Es ist ja doch ein knappes Ergebnis. Wie wollen Sie denn den 48%, die sich beteiligt haben, klar machen, dass es eine gute Entscheidung ist, dass die FDP in der Regierung bleibt? Also die FDP ist ja nicht in der Bundesregierung, weil sie das Beste für die FDP erreichen will, sondern die FDP ist in der Bundesregierung, weil sie das Richtige und das Beste für unser Land erreichen will. Und wir haben eben bei Phoenix gesehen, wie die Ampelkoalition zustande gekommen ist nach der Bundestagswahl 2021. Da hat man sich viele Dinge vorgenommen für die Reformen in unserem Land. Und dann hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dazu geführt, dass wesentliche Kräfte in der Regierung zunächst damit gebunden waren, dass unser Land warm durch den Winter kommt, dass Betriebe nicht schließen, dass die Menschen weiter ihre Stromrechnung bezahlen müssen. Und ich glaube, es ist wichtig, den eigenen Leuten, aber auch den Menschen in unserem Land einmal klar zu sagen, wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass es gelungen ist, dieses Land einigermaßen durch diese schwierige Krise zu führen. Es kommen schwierige Zeiten auch noch auf uns zu. 2024 wird nicht leichter werden. Und wer glaubt, dass man sich zurücklehnen kann und die anderen machen lassen kann, sich ins Privatleben zurückziehen kann, der ist in dieser Zeit, in der Populisten versuchen, die schwierige Lage für sich auszunutzen, wirklich auf dem Holzweg. Und ich bin überzeugt davon, dass man das auch in der FDP vernünftig miteinander diskutieren wird. Vielleicht ist es ja auch eine Frage der nicht dann gut funktionierenden Kommunikation. Wenn 17% nur beim letzten Deutschland-Trend davon überzeugt sind, dass die Ampelregierung einen guten Job macht, das kann sie ja nicht glücklich machen. Was heißt das denn konkret, was jetzt für Probleme der Bürgerinnen und Bürger gelöst werden müssen? Nein, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Ich glaube, die Bundesregierung muss auch besser kommunizieren. Man sollte sich nur nichts vormachen. Keine andere Regierungskonstellation, keine andere Kombination aus demokratischen Parteien würde in dieser schwierigen Lage für die nötigen politischen Entscheidungen, die sie trifft, abgefeiert werden. Es ist völlig weltfremd zu glauben, dass die Menschen in Deutschland auf die Straße gehen und sagen, Mensch, jetzt haben wir aber eine tolle Bundesregierung. Das hat es nicht gegeben und dass es das in einer schwierigen Zeit nicht gibt, das ist auch völlig klar. Was die Menschen sehr stark beschäftigt, ist beispielsweise das Thema Migration. Ich erwarte, dass in der ersten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages das Paket beschlossen wird, mit dem Abschiebungen leichter möglich werden. Ich erwarte, dass Deutschland sich weiter konstruktiv daran beteiligt, dass auch auf europäischer Ebene eine Lösung in der Migrationspolitik beschlossen wird. Was viele Menschen beschäftigt, ist das Thema Sozialpolitik. Ich begrüße, dass der Bundesarbeitsminister vorgelegt hat, einen Entwurf, mit dem beim Bürgergeld auch stärker gekürzt werden kann, wenn Arbeitsangebote nicht angenommen werden. Das muss jetzt schnell beschlossen werden. Da darf es keinen Widerspruch geben von den Koalitionspartnern. Und ich erwarte, dass wir im Bereich der sozialen Sicherungssysteme auch mal über den Tag hinausdenken und auch mal an sowas arbeiten wie an einer Vision. Und da gibt es ja im Koalitionsvertrag mit der sogenannten Aktienrente einen ganz wichtigen Einstieg in eine zukunftsfestere Rentenversicherung. Das muss jetzt alles kommen im neuen Jahr. Und dann bin ich auch überzeugt davon, dass die Bundesregierung am Ende eine gute Bilanz haben wird. Nur ob dann die Leute auch in den Umfragen sagen, Mensch, das finden wir jetzt aber alles großartig, das kann man nicht versprechen. Wichtig ist, dass man während dieser Reformen die nötige Ruhe und auch die nötige Führung
ausstrahlt, die es braucht, um solche schwierigen Entscheidungen zu treffen. Sie sprechen das natürlich zu Recht an, dass es nicht nur darum gehen kann, dass in Umfragen die Regierung gelobt wird und alle alles gut finden. Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, ist es natürlich so, dass trotz der konkreten Probleme, die Sie jetzt gerade angesprochen haben und die gelöst werden müssen, wir jetzt gerade vor einer Europawahl stehen. Es stehen drei Landtagswahlen an. Ist da nicht die Gefahr groß, dass am Ende doch jede Partei in der Koalition wieder sehr viel mehr, noch mehr darauf setzen wird, sich selbst zu profilieren? Also das ist eben so in einer Demokratie, in der regelmäßig Wahlen stattfinden. Die deutsche Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur auf Bundesebene, sondern in den Ländern, in den Kommunen, jetzt auch auf Europaebene ständig Wahlen und Wahlkämpfe stattfinden. Und das ist ein ganz guter Gradmesser, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch ich bin ein großer Freund davon, im Wahlkampf die Zeit zu nutzen, um im Land mit den Menschen zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Und wenn man sich jetzt abkapselt und in Berlin sozusagen Entscheidungen trifft, die man dann gar nicht mehr rückkoppelt mit der Bevölkerung, dann ist das auch verkehrt. Und deswegen meine ich, sind diese Wahlkämpfe für die Europawahl, aber auch für die Landtagswahlen in Ostdeutschland eine Chance, um mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und die muss man jetzt nutzen. Ganz herzlichen Dank, Konstantin Kuhle. Danke für das Gespräch nach Berlin. Sehr gerne.